So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flustwie, zurück bei Pokémon Alpha Saphir. Im letzten Part sind wir aus der Arena rausgegangen und wieder über die Brücke, auf der wir Troy getroffen haben, gegangen. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier so befindet. Oh, ein Pokémon im See, aber das ist direkt wieder von mir verschwunden, kann ich verstehen. Ich meine, ich bin schon scheiße, aber dass ich so scheiße bin, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber wir haben Kugelblitz, was auch immer das für ein Item ist. Ist mir auch relativ egal, um ehrlich zu sein, will ich eh nicht einsetzen. Was bist du für eine? Möchtest du mit mir reden? Schütte mal diese Box. Kommt ein Pokémon-Riegel heraus. Dieser Pokémon-Riegel wird dann genüsslich von einem Pokémon verspeist. Eine schöne Geste gegenseitiger Zuneigung. Findest du nicht auch? Ja. Ja, du verstehst, was ich meine. Das hier ist für dich. Eine Gurme-Beere. Okay, dankeschön. Ja, ist aber lieb. Und ist das eine von diesen Bärenschwestern? Es gab doch diese Bärenschwestern, war nicht? Ich glaube ja. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Wir setzen einfach mal Surfer ein und gucken, was sich auf hoher See befindet, oder hinter hoher See. Natürlich, ein Item, ein Hyperheiler, aber nur, wow, das war jetzt spektakulär, das braucht man unbedingt, das war jetzt, wow, das war sowas von lebensnotwendig, dass wir dieses Item geholt haben, dass ich fast mein Würzel verwetten würde, dass wir da unbedingt hin mussten. Nee, Spaß, jetzt gucken wir mal, was hier hin. Du Flora, ein schönes Pokémon eigentlich, aber naja, beziehungsweise Blubella und Giflora, aber na. Alter, meine Nachbarn machen hier gerade Randale mal wieder. Ich höre das richtig. Liegt es an meinem feuchterregenden Gesicht? Ich kann so oft ins hohe Gras gehen, wie ich will. Ich wollte gerade lesen, ich kann so oft ins hohe Gras beißen, wie ich will. Ja, genau. Aber es tauchen hier ein Pokémon auf. Hm, dann müsstest du vielleicht dich mal um die Augen schminken und dich nämlich als, wer ist es denn? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Als Thumbnail. Auf Thumbnail kommst du, denke ich mal, drauf, weil das gerade sich so anbietet. Wir setzen einfach mal eine Kreuzschere ein und schauen, was du so erreichst. Wenn nicht noch ein relevanterer Trainer kommt, dann kommt der da auf Thumbnail. Ja, es ist in Ordnung. Das Raubein, es muss schön sein, so ein starkes Pokémon-Team bei sich zu haben. Oh ja, obwohl Noctuska ist eigentlich auch ganz cool. Also ich hätte nichts dagegen, Noctuska zu haben, das muss ich mal so gestehen. Ist jetzt kein so beschissenes Pokémon, würde ich mal behaupten. Beleber, wen beleben wir denn wieder? Wer ist denn überhaupt angeschlagen? Beleber kommt mir gerade ganz gut. Camerupt ist okay. Und ich glaube, ich setze einen Sonderbonbon für Otto ein. Ja, komm. Machen wir mal. Why not? Supertrank setzen wir auch ein paar ein. Einmal hier für dich bitte, mein Freund. Nein. Einmal für dich. Und einmal für dich. Und ein Hypertrank für Geradax. Warum auch nicht? Wenn wir schon haben, dann setzen wir es auch ein. Dann sind meine Pokémon wieder halbwegs fresh und das ist gut so. So, dann besiegen wir die unten. Hallöchen, Popöchen, ich warne dich. Ich bin echt total schwach. Wow, wow. Das war aber, das ist ja fast eine Drohung, also halbstarke. Ja, guten Teil, das wird mir nicht allzu viel antun können, denke ich mal. Würde ich jetzt mal behaupten, so. Torhaido, billigstes Pokémon überhaupt. Nein, eigentlich nicht. Ich mag Torhaido, wie gesagt. Wobei Quajutsu das neue, bessere Torhaido war. Weil es ja im Prinzip den gleichen Typen hat, bloß halt schneller, stärker, bulkier. Ein bisschen zumindest. Also es war immer noch relativ anfällig gegen Kampfattacken aber und Pflanzenattacken halt, aber durch Formwandler ist das eigentlich relativ gemindert wiederum. Da braucht man dann schon die richtigen Pokémon. Ich studiere die Bewegung der Pokémon und entwickle neue Ninja-Techniken. Ach ja, die kleinen Ninjas. Warum sind hier eigentlich so viele kleine Ninjas unterwegs und keine wirklich großen Ninjas? Naja, egal. Ninjask. Ich hasse Ninjask. Na gut, noch viel mehr hasse ich Ninjatum. Ninjatum. Aber Ninjatum. Aber es ist okay. Ninjask ist schon ein cooles Pokémon eigentlich, aber irgendwie mag es nicht, das zu besiegen. Es wird immer so ein, irgendwie ist das immer so ein sich ziehender Kampf. Ich weiß nicht warum, aber weil halt die Initiative von dem Viech immer steigt und
dann ist es meistens in der zweiten Runde stärker und hat gute Attacken und also eigentlich ein recht gutes Pokémon, aber halt irgendwie nervig zu besiegen. Naja, reißen wir ihm die Flügel raus und verspeisen es zum Mittag. Und zum Morgen. Ah, setz mal Gamery ein, die kam jetzt schon länger nicht mehr an der Reihe, weil sie ja im letzten Part fast die ganze Zeit über tot war. Können wir sie ja mal gegen Smogon kämpfen lassen. Aber das Ding hat Schwebe, ne? Von daher muss ich, glaube ich, einen Steinhagel machen. Ja, das Ding müsste Schwebe haben. Das ist etwas dezent nervig, aber es ist okay. Da es mir eh nicht sonderlich viel Schaden zufügen kann durch den Typvorteil. Naja. Goody, hätten wir das Smogon auch besiegt? Ich wollte gerade sagen, hätten wir das Smogon auch im Arsch, aber das wäre ein bisschen komische Aussage gewesen, von daher revidiere ich diese Aussage mal. Was treibst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen der alten Ruinen hier, von denen man sagt, sie können hier zu finden sein. Oh, ich weiß, welches Pokémon da wartet. Okay, diesen Ort muss ich mir merken, da ich mir relativ sicher bin, welches Pokémon man hier findet. Bloß weiß ich nicht, welches von den dreien. Ich denke, ihr wisst schon, welche Pokémon es sind, also wer nicht in der Mond lebt und Pokémon ein bisschen kennt, der sollte wissen, welche drei Viecher es hier gibt, beziehungsweise eines dieser drei Viecher. Wir können es auch als legendäres Pokémon ansehen, ist zwar nicht ganz so legendär wie beispielsweise Kyogre, aber es ist schon ein legendäres Pokémon, ordentlich legendäres. Naja, ich sag's euch jetzt noch nicht, weil vielleicht gucken ja manche das Spiel zum ersten Mal und dann möchte ich da nicht spoilern. Die Niederlage schmerzt. Ich denke mal, die legendären werde ich euch auch noch alle zeigen. Beziehungsweise alle Sonder-Pokémon, die es hier zu holen gibt, werde ich euch zeigen. Aber warte mal. Oh, muss man da, finde ich, ein ganz bescheuertes Rätsel lösen? Ich glaube ja. Aber das machen wir irgendwann später. Da komme ich jetzt nicht drauf klar. Also das will ich jetzt nicht machen. Ich wüsste auch nicht, wann das freigeschalten wird. Gerade, also das müsste ich dann irgendwann nochmal nachgucken. Aber erstmal besiegen wir den hier. Lass mich mal einen Blick auf deine Pokémon werfen und prüfen, ob sie fit genug für eine Abenteuerreise sind. Ich denke, da sind sie. Wir haben mittlerweile schon 6 Orden ergattert. Ich denke, das sollte reichen. So als Beweis. Umblanas. Was willst du mit Umblanas, du? Ich meine, es hat schon längst zu Tengulis entwickeln können. Ja gut, ich meine, Lombrero jetzt auch, aber er hatte jetzt nicht die Möglichkeiten dazu. Aber ich meine, so ein Blattstein, den findest du auch mal eben unter so einem Moosstein, ne? Naja. Wollen wir mal nicht drüber reden. Na gut, ich bräuchte, glaube ich, auch einen Blattstein, aber ist egal. Das habt ihr jetzt nicht gehört. So, ein Voltenso, das ist übrigens die weiterentwickelte Form von dem nervigsten Pokémon dieser Gen, Fritzelblitz. Also für mich ist es eins der nervigsten Pokémon, Fritzelblitz, und Voltenso ist auch nicht viel besser, aber ist schon okay. Ist eigentlich ein recht gutes Pokémon, recht gutes Elektro-Pokémon, aber ja, ne, ist nervig. Gerade weil es halt diese hat, glaube ich, Statik. Ich weiß jetzt nicht, ob mein nee, vorher ist nicht. Ich glaube, wenn, ach nee, Camerupt kann ja gar nicht angesteckt werden von Statik. Das ist das Gute an Camerupt, weil Bohnenattacken sind nicht anfällig für Paralyse Bodentypen. Ja, zum Glück. Wie steht es um deine körperliche Fitness? Wenn du nicht fit bist, könntest du in manchen Situationen Probleme bekommen. Hey, willst du Probleme oder was? Okay, hätten wir das auch geklärt? Ranger Ingeborg. Die Namen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wer nennt seine Kinder so? Irgendwann kommt so ein richtig dahergelaufener Sucht, die so eine richtige Sucht, die Familie. Die nennt ihr Kind dann Ingeborg, weil es so ein Pokémon stand. Mit dem Namen wirst du ausgelacht heutzutage in der Schule. Ich meine, damals war es noch ein normaler Name, aber heute wirst du damit ausgelacht. Ich meine, wer heißt heute noch Ingeborg? Also, zumindest von jüngeren Menschen. Ich kenne jetzt keine Anfang 20-Jährige oder Ende 20-Jährige, die Ingeborg heißt. Wenn ihr eine kennt, schreibt in die Kommentare. Aber ich denke eher nicht so. Das ist übrigens ein Groink. Ich mag Schweinchen-Pokémon. Vor allem Groink mag ich. Das ist mein Lieblings
Feuerferkel. Es gibt nur einen Feuerferkel im Pokémon, aber ist halt mein Lieblingsstarter in der fünften Gen. Oh, Senkkopfstoß, das finde ich gar nicht mal so scheiße. Statt dem Absorber oder statt dem Abschlag? Statt dem Abschlag, komm. Ja gut, mach mal den Abschlag weg. Ist in Ordnung, denke ich. Ach ja, Otto erreicht Level 34. Watteschild. Watteschild. Wenn wir dann schon immer dann bla bla bla. Spiegeltrick ist... Nee, Watteschild kann ich nicht gebrauchen. Sorry, Otto. Diese Attacke erlernst du nicht. Die brauchen wir nicht. Ja, ja, Watteschild nicht erlernen, bitte. Ich bin fit wie ein Turnschuh, aber hast trotzdem verloren. Wann entwickelt sich denn überhaupt Otto? Das wäre jetzt mal eine berechtigte Frage. Ab Level 35 tippe ich mal. Hoffe ich, auf jeden Fall. Es wäre so langsam mal angebracht, dass sich mein Otto entwickelt. Weil sonst ist es ein bisschen öde. So, und du willst kämpfen, nicht wahr, Hexe? Es gibt Dinge auf dieser Welt, die unseren Verstand übersteigen. Ach ja, die nächste Arena wird ja was Hervorragendes für, Reptane. Eigentlich. Wird ziemlich gut. Doch, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es gut wird, aber doch, müsste gut werden. Da es doch Typen sind, die mir sehr gelegen kommen. Verrate ich jetzt aber noch nicht weiter. Wobei, ich weiß, glaube ich, welche Pokémon die haben und dann ist das, revidiert sich das wieder so ein bisschen. Naja, mal gucken. Irgendwas werden wir ja schon gebacken kriegen. Es sollte auf jeden Fall machbar sein mit Reptane. Mit Gewaltrum meine ich. Weil, ja, werdet ihr dann ja sehen, sobald wir in die nächste Arena treten, was da für Typen auf uns warten. Und auch die letzte Arena wird sehr, sehr freundlich für Retro sein. Wobei das immer so eine Arena war, vor die ich früher Angst hatte, weil ich damals halt immer einen Feuerstarter hatte. Ja, jetzt könnt ihr euch eigentlich denken, was das für ein Pokémon sein wird. Was da für Pokémon geben wird, aber das ist jetzt erstmal egal. Das könnt ihr euch ja jetzt ausmalen. Das hier sind die Felder, die zu dieser Route gehören. Das ist ja so praktisch, ganz einfach mit Fliegen herkommen zu können. Oh, du kannst Fliegen noch gar nicht einsetzen, um hierher zu kommen, stimmt's? Geh weiter nach Seegras Old City, wenn du irgendwann hierher fliegen können möchtest. Das ist echt praktisch. Seegras Old City. War schon die nächste Arena statt? Weiß ich gar nicht. Werden wir ja herausfinden. Stopp, bewundern gefälligst meine wertvollen Pokémon. Was bist denn du für eine Bitch? Mal ganz ehrlich, halt die Klappe. Schön halt Jermaine. Oh, Kecleon. Oh, ich hasse Kecleon. Wobei, ich habe eine Taktik. Doch, ich habe eine schlaue Taktik gegen Kecleon. Falls es jetzt noch nicht besiegt ist, dann weiß ich, wie ich es mache. Aber es ist eh schon besiegt, sonst hätte ich einfach mit einer Lautklinge nachgelegt. Weil, Kreuzschere meine ich, weil das hätte dann das Ganze wieder revidiert, was dort, ich mag momentan das Wort revidiert. Revidierende Psychosen. Übrigens ein Rap-Album vom Pro Rapper. Heißt auch rezidivierende Psychosen, glaube ich. Vom Pro Rapper, davon gibt es, glaube ich, 5 Teile mittlerweile oder 6 sogar. Auf jeden Fall mal reinziehen, wer so ein bisschen Horrorcore-Rap mag, das wird einem gefallen. Es war ein bisschen so, sehr metal-lastig und die Texte sind auch ein bisschen so vom Tod angehaucht und ist aber auf jeden Fall ganz interessant. Rezidivierende Psychosen war so, einfach mal Pro Rapper, also Pro Ripper suchen, dann solltet ihr drauf stoßen. Ja, alles klar. Oh, Team Aqua. Los, wir sollten zum Pyroberg kommen. Er fehlt von oben. Wir müssen uns den Edelstein auf jeden Fall schnappen, bevor ihn sich diese Flaschen von Team Magma unter den Nagel reißen. Alles klar, meine Freunde. Das macht ihr jetzt aber bitte nicht. Das könnt ihr vielleicht im nächsten Part tun. Aber erstmal gucken wir mal hier rein, was es denn hier so gibt. Es sind bestimmt auch interessante Dinge hier zu finden. Willkommen, oh, Safari-Zone. Ups, Entschuldigung. Meine Safari-Zone mache ich jetzt nicht großartig was. Die werden wir auch. Erkunden wir die. Du hast diesen Ausdruck an den Augen. Zudem strahlst du dieses gewisse Etwas aus. Du bist von meinem Schlag, nicht wahr? Deine Weste ist nicht mehr ganz rein, oder? Wenn ja, dann wird dir das hier gefallen. Oh, Traumfresser, geil. Ich glaube, ich mache die Safari-Zone nicht, weil irgendwie finde ich die ein bisschen öde. Ja, vielleicht meinst du irgendwann noch.
dieses Pokémon hier bin ich begegnet und heute ist es versucht. Alles klar. Willst du Safari Zone? Dann solltest du besser ein Kunstrad oder ein Allrad mitnehmen. Es lohnt sich. Ich möchte mal kurz gucken, wie das aussieht. Kann ich mit dir reden? Hallihallo und herzlich willkommen. Ich wünsche, dass du vielen Pokémon begegnest. Ach so, die Safari Zone ist gar nicht mehr so, dass man hier Köder und Bälle hat. Na gut, dann zeige ich euch die mal hier kurz so ein bisschen. So, ist unterwegs Pokébälle, bla bla bla. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht so spannend. Hier muss ich ganz ehrlich gestehen, da. Das hat sich gerade wie ein Pikachu angehört, aber es ist mir egal. Hier sind überall auch Dingsbums-Dinger. Also hier Dingsbums-Dinger. Ihr wisst schon, was ich meine. Dinge fürs Allrad und Items, aber keine Ahnung. Möchte ich jetzt nicht unbedingt sammeln. Wir können ja mal gucken, was es hier für Pokémon gibt, was als erstes auf uns trifft, aber. Nee, Ton. Naja, gut. Ist jetzt kein so spannendes Pokémon, würde ich mal behaupten. Von daher flüchten wir mal direkt wieder. Enton, Enton. Auch wenn ich Enton mag, aber nö. Ist jetzt nicht so spannend hier in der Safari-Zone auf jeden Fall. Gucken, ob wir noch was Spannenderes finden. Als ein Enton. Nö, du Flora ist auch nicht sonderlich spannend. Ja, gut. Aber ich denke, das soll es dann auch gleich für diesen Part gewesen sein. Wir gehen mal wieder raus aus der Safari-Zone. Das Item, was da oben ist, wird irgendeine TM sein. Von daher ist mir das relativ egal. Ja. Dann würde ich sagen, zur Safari-Zone kann ich jederzeit fliegen jetzt, oder? Warte mal. Ich will mal kurz was testen und danach beenden wir auch sicherlich den Part. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Terrain-Attacke bitte und dann bitte fliegen. Ja, wir können zur Safari-Zone. Dann zeige ich euch nochmal das Fliegen kurz. Und wir können zur ich kann halt nicht mehr sprechen, zur Safari-Zone fliegen. Von daher soll es das erstmal gewesen sein mit diesem Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss, Kowski, euer Flastvieh. Bye, bye.